Druck ist enorm, braucht man nicht reden. Druck ist enorm. Für einige ist es ein ganz neuer Druck. Einige haben es auch schon die letzten Jahre erlebt. Die Erwartungshaltung von uns selber war halt, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen müssen. Hat uns auch dann vielleicht in gewissen Phasen auch gehemmt, hat man auch, glaube ich, gesehen. Und ich glaube, das Spiel generell, ja, zeigt einfach, in welcher Situation wir sind, dass es schwierig ist und dass wir aber trotzdem da weitermachen müssen. Mich nervt das auch ungemein und ich bin extrem enttäuscht und frustriert auch nach den Spielen oder nach dem Spiel. Ich gehe auch nach Hause und tut auch alles weh und du stehst mit leeren Händen da. Jeder probiert, sich zu integrieren und seine beste Leistung abzurufen. Nur leider momentan reicht es nicht. Und jetzt sind wir in einer noch heikleren Situation, obwohl wir eigentlich vom Aufwand her, wie wir die ganze Woche machen, wie wir die Vorbereitung machen, wir versuchen alles, damit wir dieses Ruder rumreißen. Nur momentan gelingt uns das nicht. Phasenweise sieht man ja, welche Qualität wir haben. Nur wir müssen sein mehr abrufen. Aber wie und was, wie das ist, kann ich jetzt so im Detail ja auch nicht sagen. Wir analysieren das intern, sprechen alles durch. Wir sehen ja, welche Fehler wir ja machen. Also wir machen ja Fehler, wir machen entscheidende Fehler und deswegen verlieren wir auch die Spiele, das ist klar. Aber trotzdem habe ich mit der Qualität des Kaders die Hoffnung, dass wir das auch schaffen werden, weil wir halt diese Spiele haben, die den Unterschied machen können. Wir unternehmen alles, was wir machen können. Das Trainerteam bringt sich extrem ein, ist akribisch dabei, versucht sich so gut es geht auch vorzubereiten, unsere Schwächen und Stärken zu analysieren und was wir einfach besser machen müssen und wo wir eventuell die Hebel ansetzen müssen. Also es wird akribisch gearbeitet, nur leider belohnen wir uns nicht dafür. Und das tut halt weh. Und das ist halt das Problem. Und deswegen meine ich, also drumherum reden ist schön und gut. Es zählt nur am Platz.